Das Benetzen des Rufs. Der Ruf, habe ich gesagt, ist die Fußbedeckung, die aus Leder besteht, also rein linguistisch oder vordergründig. Auch in der Madhab der Hanabila, die Socken, Baumwollsocken oder alles, was den Fuß bedeckt, aus welchem Stoff es auch bestehen mag, auch dazu mit einschließt. Und so wegen der, unter anderem, aufgrund der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, indem ich weiß nicht mehr, wer der Überlieferer war, er sagte, und er befahl uns, die Tasachin zu benetzen. Tasachin, wie vielleicht der eine oder andere raushören kann, kommt von dem Wort Tasachin, was heißt aufwärmen. Tasachin ist also alles, was man auf dem Fuß trägt, um den Fuß zu wärmen oder zu schützen. Wärmen war vielleicht in der Wüste nicht so nötig, aber obwohl Wüsten können nachts auch kalt werden, aber zum Schützen. Deswegen, die Hanabila machen da keinen Unterschied zwischen dem Benetzen der Lederbedeckung, Schuhe, die oder Fußbedeckung, Socken, Schuhe, was auch immer es sein mag, die aus Leder bestehen oder aus anderen Stoffen. Aber sie haben einige Voraussetzungen hierin. Einmal die Al-Ibaha. Al-Ibaha bedeutet, dass die Fußbedeckung an sich legitim ist. Was heißt legitim? Legitim bedeutet, dass sie zum Beispiel nicht gestohlen ist. Dass sie nicht unterschlagen wurde. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Begriff Sariqa und dem Begriff Rasb. Das Sariqa, das Stehlen, bedeutet, dass man etwas, dass man etwas auf, ich nenne es mal, in Dunkelheit versteckt, jemanden entwendet. Das ist die Sariqa. Und auf die bezieht sich die Aussage Allah Ta'ala, was-sariqu was-sariqa, faqta'u aydiyahuma nakalan min Allah. Und dem Dieb und der Diebin, ihnen trennt ihre Hände ab. Das ist der Diebstahl. Natürlich hat das Voraussetzungen und Bedingungen. Für einen Kaugummi wird niemandem die Hand abgetrennt. Es gibt da Voraussetzungen, die im Fiqh genannt werden, aber das ist nicht unser Thema. Es gibt dann eine andere Form von Unterschlagung, und zwar der Rasp. Al-Rasp bedeutet, dass sich jemand auf seine Macht stützt, die er hat, oder auf die Angst, die das Gegenüber hat, nutzt diese unterschiedlichen Machtverhältnisse aus, um dem Gegenüber widerrechtlich seine Dinge zu entwenden. Beispielsweise, er wird gefürchtet und er geht dann einfach hin und sagt, gib mir das und jenes. Das nennt man Rasp. Also das heißt, die erste Bedingung, die sie hier stellen, ist, dass dieses Kleidungsstück, ich nenne es ein Kleidungsstück, dass es mubah ist, das heißt legitim. Dazu, wie gesagt, gehört einmal, also ausgeschlossen ist dadurch alles, was gestohlen wurde, alles, was widerrechtlich entwendet wurde. Ebenfalls, was mit, das ist ein bisschen kompliziert, das zu erklären, also ich kann das jetzt nicht in einem Wort zusammenfassen. Sie sagen, ma thamanuhu al-mu'ayyan haram, ma thamanuhu al-mu'ayyan haram. Das heißt, was erkauft worden ist mit einem spezifischen, nicht legitimen Zahlungsmittel. Spezifisch, das Wort spezifisch muss betont und unterstrichen werden. Wir haben zwei Fallbeispiele. Stellt euch mal vor, jemand geht zu einem Händler und sagt ihm, ich möchte dieses Paar Socken kaufen. Und er sagt dann, das kostet 5 Euro. Und er gibt ihm 5 Euro, die er gestohlen hat. 5 Euro, die er gestohlen hat. So, darf er diese Socken jetzt benutzen? Er darf sie benutzen. Zweiter Fall. Er kauft die Socken, er hat eine ganze Menge, also bei den Scheinen ist das nicht so erkennbar, was ich jetzt sagen möchte, weil Scheine sind identisch, es gibt keinen Unterschied zwischen dem 5-Euro-Schein und dem 5-Euro-Schein. Aber bei Naturaltausch ist das ein bisschen erkenntlicher. Naturaltausch, das heißt Waren gegen Ware. Aber nehmen wir mal an, ich habe 10 5-Euro-Scheine. Einer davon ist haram. Der eine davon ist gestohlen worden. Auf jeden Fall das Beispiel. Wir haben jetzt mehrere 5-Euro-Scheine.
Und er sagt dann, verkaufst du mir diese Socken? Er sagt ja. Und er sagt, aber er sagt, ich möchte diesen 5-Euro-Schein. Diesen 5-Euro-Schein, Meschi. Wie gesagt, bei Banknoten macht das keinen Sinn, weil der Wert der 5-Euro-Scheine gleich ist, egal wie schmutzig oder sauber der Schein ist. Aber es ist jetzt nur ein fiktives Beispiel. Dieser Fall und diese 5 Euro, die er ausgewählt hat, die spezifisch ausgewählt worden waren, waren verboten. In diesem Fall darf er das nicht benutzen, der Vertrag ist ungültig. Warum ist das so? Weil die Vertragsobjekte, es gibt zwei Vertragsobjekte. Richtig? Einmal das Vertragsobjekt, also das Kaufobjekt, die Ware, die ich kaufen möchte. Und einmal das Zahlungsmittel, das ich dafür gebe. Ist ja ein Tausch. Beide sind hier jetzt ein spezifischer, individueller Bestandteil des Vertrages. Und da eines der Bestandteile illegitim ist, wird der Vertrag hinfällig. Aber im Fall 1, wo das Zahlungsmittel unbestimmt war, also es ging einfach darum, gib mir irgendwelche 5 Euro. Wenn jetzt diese einen 5 Euro nicht tauglich sind, dann spricht nichts dagegen, dass er andere 5 Euro gibt. Die waren nämlich nicht definiert und spezifisch ausgewählt. Versteht den Unterschied? Das heißt, es müssen legitime Untersuchungen sein, wie man es auch nennt. Zweitens, sie müssen rein sein. Rein, also sie müssen aus einem reinen Stoff bestehen. Wir sprechen nicht von verunreinigten Socken. Verunreinigt bedeutet, dass sie eigentlich rein sind, aber ja, nie verunreinigt worden sind. Das kann man natürlich aufheben. Drittens, sie müssen den gesamten Fuß bedecken. Das heißt, bis zu den Knöcheln. Bis zu den Knöcheln. Viertens, es muss ja nicht möglich sein, auch darin zu laufen. Das heißt, diese Dinger müssen sitzen und fest haften am Fuß, ansonsten macht das nämlich keinen Sinn. Ja, das sind so die Hauptbedingungen für den Elmas über die Al-Khuffain. Achso, fünfte Bedingung. Sie sagen, wa anta kuna safiqa. Das heißt, dass sie nicht durchsichtig sind. Dass sie nicht durchsichtig, also nicht zu dünn beschaffen sind, dass man durchschauen könnte. Weil mit dem Durchschauen ist gemeint, dass man die Hautfarbe dahinter sieht. Das ist damit gemeint. Das ist auch im Kapitel des Gebets gemeint, wenn sie davon sprechen, dass die Aura bedeckt sein muss. Was heißt das? Was bedeutet das, wenn sie sagen, es ist eine Bedingung des Gebets, dass die Aura bedeckt sein muss? Damit ist gemeint, dass der Körper, also dass die Kleidung, mit der man die Aura bedeckt, nicht durchsichtig ist. Und mit durchsichtig ist einfach gemeint, dass man nicht die Hautfarbe oder diesen, ja, die Hautfarbe dahinter erkennen kann. Aber nehmen wir mal an, die Kleidung liegt extrem eng an. Sei es bei Mann oder Frau. Das hat keinen Einfluss auf das Gebet. Das hat keinen Einfluss auf das Gebet. Also er sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns befohlen, dass wir die Khifaf nicht ausziehen. Was heißt befohlen? Ja, es ist verpflichtend, wenn ich sie jetzt anhabe, dass ich sie nicht mehr ausziehe und unbedingt streichen muss über den Ruf. Mir ist nicht bekannt, dass es überhaupt irgendjemand, der Rechtsschulen sagt, dass das Benetzen der Khifaf verpflichtend ist. Also befohlen heißt hier in diesem Sinne sozusagen, er hat uns erlaubt. Er hat uns erlaubt. Er hat uns erlaubt, dass wir die Khifaf anlassen, wenn wir auf der Reise sind. 3 Tage, 3 Nächte. 3 Tage und 3 Nächte. Er sagt dann, illa min Janaba. Außer bei der Janaba. Was heißt das? Also wenn die Vollwaschung fällig ist, dann gilt diese Zeitperiode nicht mehr. Weil wenn die Vollwaschung fällig ist, muss der ganze Körper gewaschen werden. Dazu gehören auch die Füße. Das heißt, damit wird die Benetzung der Socken hinfällig. Und dann sagt er, walakin, aber ausgenommen davon ist der Schlaf, das heißt, wenn ich geschlafen habe und diesen Überzug hatte, kann ich danach auch noch weitermachen. Auch beim Stuhlgang und bei der Notdurft, auch danach darf man weiterhin über die
Füße streichen über diese Socken oder diese Ledersocken. 3 Tage und 3 Nächte für den Reisenden, wie er sagt. Für den Ansässigen hat er nicht erwähnt. Anscheinend war die Frage nämlich bezogen auf den Reisenden, aber für den Ansässigen sind es 1 Tag und 1 Nacht, 24 Stunden. Al-Imam Malik war der Auffassung, dass es keine zeitliche Frist gibt. Das ist eine seltsame Auffassung. Gharib, yani. Er war der Auffassung, dass es keine zeitliche fixe Frist gibt. Also solange nichts geschieht, was das Ausziehen der Khuffain nötig macht, kann man darüber streichen. Auch wenn es 5 Wochen sind, auch wenn es 5 Monate sind. So lange geht es wahrscheinlich bei niemandem, aber nur mal hypothetisch. Es gibt darin nämlich einen Hadith, ich weiß gar nicht mehr, wo er ist, aber ich weiß, zumindest erinnere ich mich, dass Ibn Hajar sagt über ihn. Ich erinnere mich ganz sicher, dass er sagte, schwach, aber ich weiß nicht, ob er sagte, dass er es mit Ittifaq, also mit Konsens der Hadith gelernt, schwach ist. Dann kam ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, er sagte, O Gesandter Allahs, kann ich über die Khifaf streichen? Er sagte, nein. Er sagte, 1 Tag. Er sagte, ja. Er sagte, wa yawmain, qala na'am. Und 2 Tage. Ja. Er sagte, wa thalathata ayyam. Und 3 Tage. Ja. Wa ma shi't. Und was du willst. Wie lange du willst. Nein, aber dieser Hadith steht im Konflikt mit ganz vielen Überlieferungen, die das einschränken auf 3 und 1 Tag. Tayyip.